Willkommen zurück zu FIFA 18. Ich hoffe, ich sage nicht 17. Zu sehr gewohnt vom FIFA 17 Let's Play. Ich würde mal sagen, soll man das schon machen? Ich glaube nicht. Nee, so ein Ostduell, das möchte ich nicht gerne. Das mag ich nicht. Das gewinnt Halle. So, Groß Asbach hatten wir ja schon. Im letzten Part. Und da gewinnt Zwickau. Interessant. Ich das gerade betone, Zwickau. Ah, das ist eine interessante Partie. Machen wir das doch einfach mal, auch wenn es wieder auswärts ist. Da machen wir es einfach. SC Paderborn gegen Lotte ist ja fast irgendwie ein Derby. Tritt man bei dem Heimdress auf. Ich würde sagen, da setzen wir mal was. Ja, Ding. Paderborn auch sehr zerbrochen. Haben ja nur die Klasse gehalten, weil 1860 nicht reingekommen ist. Von der Lizenz her. Ich würde sagen, so spielen wir jetzt einfach mal. Ist mir ja auch irgendwie egal. Es ist halt, glaube ich, hier eine englische Woche, deshalb sind die so ausgepowert. So, schauen wir uns mal doch die Geschichte mal ein bisschen näher an. So, dritter Spieltag. Was auch immer das für eine Musik ist, das sollte eigentlich nicht laufen. So, auswärts in Lotte. Dass so viele reinpassen, verstehe ich gar nicht. Ich meine, es sind nur 10.000 Plätze hier im Lottostadion. Ja, SC Paderborn, aktuell Tabellenführer in der dritten Liga. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es nach den Freitagabendpartien vom 10. Spieltag aussah. Und das wäre schon fast das erste Tor gewesen für Lotte. Ja, aber wir haben jetzt schon einmal zu Hause und einmal auswärts gepunktet. Mit den bisherigen Vereinen. Jetzt wird es Zeit für Paderborn, das Ganze nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ja, das ist ein bisschen zu übertrieben für meinen Geschmack, wie wir hier die Bälle hin und her schleudern. Ja, aber wenigstens haben wir in jeder Partie mindestens ein Tor von unserer Seite aus gesehen. Okay, es sind auch nur zwei Partien gespielt worden. Also da kann sich noch einiges ändern. Oh. Bloß keinen Elfmeter rausholen. Aber alleine schon, wie sie die Kurve hingekriegt haben. Die Bäume sind natürlich ein bisschen komisch. Sehen nicht so natürlich aus. Aber das ist halt nun mal die Kulisse, in der es auch schon ein Pokal... Wobei, die haben ja in Osnabrück gespielt. Ein Pokalspiel in Osnabrück gegen Borussia Dortmund. Den späteren Titelgewinner. Die ja jetzt unter Peter Bosz, den ich nicht so wirklich mag, eigentlich ganz gut sind in der Bundesliga, aber ja, sollen wir uns vielleicht mal über die Champions League unterhalten? Oder generell über die europäischen Clubs da so, Bayern, Leipzig, Dortmund, Hertha, Hoffenheim und wie heißen sie nochmal? Wie heißen die letzten, die nachgerutscht sind? Und Köln natürlich. Haben ja alle am zweiten Spieltag verloren. Eine sehr traurige Entwicklung und das ist auch eine traurige Geschichte. Dass die jetzt hier tatsächlich führen. Aber gut, es ist auch ihr Zuhause. Irgendwo schon verständlich. Das wäre mal ein Tor gewesen. Aber wenigstens eine Torannäherung, wenn auch auf eine gewisse Distanz. Ja, Leute, die Überraschungsmannschaft der letzten Saison. In dieser Saison läuft es eher mäßig. Aber ich glaube, jetzt haben sie gerade wieder gegen Halle gewonnen. Jetzt muss ich dementsprechend vielleicht nochmal nachprüfen, ob ich da nicht eventuell lüge. Ja, wir holen uns die Bälle zurück. Das können wir. Vorsicht, weg damit. Weg mit der Kugel, weg mit der Pille.
Einfach nach vorne was versuchen. Oh Mann, warum gibt er mir nicht den Spieler? Ich hätte ihn sicherlich reingehauen. Diese Lotter hätten mich nicht aufgehalten. Und heißen die Lotter oder Lotterer? Wie heißen die? Wie spricht man die richtig aus? Die Sportfreunde aus Lotte. Aber der hält. Man sollte wahrscheinlich doch eher die Distanz verringern. Oh, wer hätte es gedacht? Man muss die Distanz manchmal verringern im Fußball. Aber danach haben wir wenigstens eine ausgeglichene Statistik, das kann man definitiv sagen. Aber hey, einen Punkt sollten wir schon mitnehmen. Das ist Lotte. Das ist jetzt nicht die Übermannschaft. Also ich grüße alle Abonnenten aus Lotte, die ich habe, wenn es tatsächlich so weit gekommen ist bisher, wenn die Menschheit wirklich gesehen hat, ja, der kann was. So, und man lässt uns hier noch diesen einen Angriff, das ist wundervoll. Ist doch ein perfekter Angriff, um ein Tor zu erzielen. Und da pfeift er die erste Halbzeit ab. Ja, wir sind gefährlich, aber wir stechen nicht wirklich. So. Jetzt sieht es wie folgt aus. Ja, die hatten komischerweise auch schon 4 Torschüsse, wie auch immer die oder wo auch immer die herkamen. Müssen wir auf jeden Fall im Sturm was verändern. Und rein wieder in den Europark. Nicht Europapark, sondern Europark. Warum auch immer Europark. Ja. Vorsicht. Wir können was. Das war jetzt schon mal ein Ausrufezeichen für diese zweite Halbzeit, dass wir uns hier nicht mit irgendwas zufrieden geben. Aber auch die Lotter versuchen es. Ich weiß immer noch nicht, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall, meine Abonnenten aus Lotte, bitte meldet euch. Oder schreibt einfach so: Hey, ich komme aus Lotte. Cool, dass du jetzt hier meinen Verein zeigst, auch wenn du nicht spielst. Denn der SC Paderborn ist einfach der präsentere. Ich mache das alles nur wegen den besseren Einschaltquoten, könnte man meinen. Und der ging deutlich hinaus. Auch hier diese altmodische Anzeigetafel. Ich muss auch sagen, sie haben die Anzeigetafeln verändert. Oder diese, diese Spielstandstafeln da oben, die ihr da gerade seht, verändert. Dass es nicht mehr hier bei der Bundesliga und bei der zweiten Bundesliga das Originaldesign ist. Ne, das hat man wiederum zurückgenommen. Generell, man hat noch nicht das neue Zweitliga-Logo integriert. Was auch irgendwie schade ist. Was für eine Chance, aber ich glaube, es wäre auch abseits gewesen. Macht man das dementsprechend. Okay, der kratzt jetzt hier den Ball deutlich raus. Dann, falls ihr FIFA 18 schon auf der Switch besitzt, wenn ihr einer der wenigen Glücklichen seid in Deutschland, meldet euch bitte und sagt mir, ob es sich lohnen würde, auf die Switch-Version umzusteigen. Weil jetzt habe ich ein Display begonnen, jetzt kann ich das ja ungut verschieben, muss man dazu sagen. Wer weiß, vielleicht wird die Switch-Version zum absoluten neuen Bringer. Okay, das war nicht so gut. Vielleicht soll ich dann doch noch was verändern. Jetzt vor allen Dingen, wo die Spieler sich auch wirklich abnutzen, auch weil ich immer wieder auf die Sprint-Taste drücke. Aber was soll man denn ein bisschen anderes tun, wenn man die ganze Zeit nach vorne spielt? Hier ist wieder abseits gewesen anscheinend. Oder nee, oh doch, es war abseits. Aber spielen wir einfach weiter. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Freunde der Nacht, der modernen. Modern Entertaining. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal den Freistoß.
Kann da vielleicht irgendjemand herkommen? Okay, irgendwie hat sich da noch was verschoben. Ich weiß es nicht. Mich interessiert es auch ehrlich gesagt nicht. Mich interessiert es nur, wie wir hier noch das eine Tor schießen, das benötigt wird. Um einen Erfolg zu feiern. Da haut sogar den mutigsten Lotto-Spieler um. Ja, dass der Pass in die Hose geht, das war mir eigentlich auch klar. Sie haben übrigens auch den Assistenten verändert, also der, wenn ich jetzt hier irgendwo drauf drücke, okay. Ja genau, jetzt seht ihr diesen Pfeil. Da steht jetzt nichts mehr hier mit irgendwie, ja drücke den Knopf, um das zu erreichen. Oder drücke den Knopf, um das zu machen, eher gesagt. Erreichen, das ist was anderes. Also sehr die Lotto es versuchen. Generell, die haben auch viel mehr Schüsse. Die kommen einfach viel mehr vors Tor und wir haben gerade mal drei. So, jetzt hier vielleicht noch ein Lucky Punch. Okay, Lucky Punch würde ja heißen, dass wir hier noch gewinnen. Was ich nicht glaube. Und das war's. Der Schiri pfeift ab. Ich habe übrigens die Stadionatmosphäre ein bisschen erhöht, so auf 7. Wenn ich das nicht schon davor gesagt habe. Und Lotte gewinnt mit 1-0 gegen uns. Der hat auch deutlich mehr Schüsse. Ich verstehe nicht warum. So. Also, dann rechnen wir hier mal diesen Spieltag zu Ende. Haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Nee, ich möchte es nicht selbst beben. Das soll schon der Computer machen. Ja, aktuell ist ja auch sehr im Gespräch, eine vierte ganz deutsche Liga einzuführen. Also nicht hier Regionalligen in 5 verschiedenen Ligen, sondern schon eine richtige vierte Liga. Fände ich ein bisschen komisch. Ich meine, wie wir es dann mit der 5. Spielklasse machen. Wird die dann praktisch die neue Regionalliga oder was? Einfach nur wegen der Prestigehaber das Ganze machen. Und Karlsruhe gewinnt auch sein drittes Spiel. Das ist der Wahnsinn. Also können wir froh sein, dass wir das zu Hause gewonnen haben. So. Und dann geht es weiter am 4. Spieltag. Ich zeige jetzt erstmal hier die Tabelle. Auch wenn manche schon ihren 4. Spieltag hinter sich haben. Also Rot-Weiß Erfurt und Zwickau wohlgemerkt. Aktuell der KSC ganz vorne mit 9 Punkten, dann kommt Hansa Rostock, dann kommt VfL Aalen, dann ganz unten SC Paderborn, interessant. Hat schon 2 Spiele verloren. Ja, ist halt auch egal. Auch egal. Bis zum nächsten Mal, ciao Leute. Haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.